Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir haben hier noch ein paar Punkte zu vergeben. Drei verfügbare Attributspunkte und Vorteilspunkte. Ich würde sagen, technische Fähigkeit ist immer gut. Intelligenz auch. Und okay, das können wir eigentlich auch mal ein bisschen hochleveln. Und dann würde ich doch gleich mal hier reingehen und schauen, was es hier gibt. Prozedurales Gedächtnis. Ermöglicht das Nachladen von Waffen beim Sprinten, Rutschen und Klettern. Ermöglicht das Schießen beim Sprinten, Rutschen und Klettern. Power Slide. Parkour. Okay, Nachladen ist ziemlich gut. Würde ich sagen. Stunt Shock brauchen wir nicht. Comeback Kit. Gesundheitsregeneration für jeden 1% deiner Gesundheit. Tempo Chunky. Einer gegen alle. Das hört sich gut an. Bei Intelligenz sind wir schon ein bisschen weiter. Heckanreihung. Verringert die Länge der erforderlichen Sequenz zum Hacken von Zugangspunkten um 1. Die Länge der Sequenz insgesamt kann nicht kürzer als 2 Zeichen werden. Okay, verstehe ich zwar jetzt nicht ganz genau, was das heißen soll. Aber nehmen wir mal mit. Das war es leider auch schon wieder. 31.000 haben wir. Werkseinstellung. Wer hochsteigt, fällt auch tief. Aber wenigstens bist du noch am Leben. Und solange man noch lebt, gibt es Hoffnung. Also geht es wieder zurück an die Arbeit. Und die Einsätze sind so hoch wie eh und je. Interessanterweise ist das schon 20% fortgeschritten. Spiel es nochmal. Johnny Silverhand, der legendäre Rockerboy, der vor 50 Jahren Arasaka den Krieg erklärte und dafür mit dem Leben bezahlen musste. Jetzt ist er wieder da, als digitalisiertes Konstrukt auf einem Biochip in deinem Hirn, das langsam dein Bewusstsein überschreibt. Wenn du Johnny nicht irgendwie wieder los wirst, bist du so gut wie tot. Der Countdown. Schlechte Nachrichten von Vic. Der Biochip bringt dich langsam um, indem er deine Psyche mit einem anderen Neuralnetzwerk überschreibt. Das Ergebnis? Dein Bewusstsein wird ausgelöscht und du hörst auf zu existieren. Er hat keine Ahnung, wie man diesen Prozess aufhält oder ob das überhaupt möglich ist, aber du wirst trotzdem nicht kampflos aufgeben. Evelyn Parker, Anders Hellman, Arasaka, wenn du das hier überleben willst, musst du jedem Hinweis nachgehen. Und apropos, Misty hat uns doch mal ein paar Tabletten gegeben. Legon-Ei, was mich interessieren würde, ob man die hier nehmen kann. Wo auch immer die wären. Minideck Datensplitter, Braindance, Headset. Jaguar-Abzeichen. Okay. Ja, ich glaube, wahrscheinlich kann man die nicht nehmen. Also es waren jetzt auch hier Pillen irgendwie. Aber ich sehe da gerade nichts, das irgendwie nach Pillen aussehen würde. Also sind es die zwei, blau und rot. Langkapazitätspuster. Plus 50% Tragekapazität, perfekt, wenn du zu viel mit dir herumträgst. Plus maximal 2 Speicher.
Saburos Erkennungsmarke. Die militärische Erkennungsmarke von Saburo aus dem Zweiten Weltkrieg. Naja, gut, das macht uns jetzt nicht weniger verdächtig. Schlüssel für Jackies Motorrad. Und darauf ist eingeritzt Finger weg. Leguan-Eye-Junk, das Ei eines Leguans. Schlüssel für Jackies Zimmer. Und Schlüssel von Jackies Versteck. Okay. Ich habe da schon mal was markiert, einen Auftrag, den ich mir gerne anschauen würde. Das hier lasse ich jetzt mal mit diesem Kirk. Und danach würde ich hier zu diesem Nebenmission gehen. Wenn ich denn reden könnte. 325 Meter sollten wir eigentlich schaffen. Ist ja nicht allzu weit entfernt. Das mit Jackie ist immer noch ziemlich traurig, finde ich. Er hat es einfach nicht verdient, einen solchen Abgang zu machen. Und das nur wegen Dex. Aber Dex ist ja mittlerweile auch tot. Mich würde es interessieren, ob man die Leiche finden könnte. Zumindest da, wo er umgebracht wurde. Diesen Ort auf dem Schrottplatz. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war das bloß für die Sequenz. Got a client who needs to get a certain shard. Problem is, the shard's in the skull of a courier who's currently stretched out on a crematorium slab. Details are attached. Okay. What? Rückholaktion. Splitter mit Demon-Programm beschaffen. Ort Krematorium La Katrina, Ecke Farlope and Plover Street. Details. Ich muss dich leider um einen kleinen Akt christlicher Sünden bitten. Das Stören der Totenruhe. Der Name der armen Sau ist Jim Grayer. Hat instabile Splitter geschmuggelt, indem er sie sich selbst in den Kopf gesteckt hat. Naja, kenne ich irgendwie. Leider ging genau das bei seiner letzten Tour schief. Ein Dämon ist aus seinem kleinen Käfig entkommen und hat Grayers Hirn geröstet. Jetzt liegt dieser Jim Grayer also zusammen mit dem Splitter meines Klienten im Bestattungsunternehmen La Katrina. Geh ins La Katrina, finde Grayers Leichnam und schnapp dir den Splitter, bevor er zur Asche verwandelt wird. Aber sei vorsichtig. Der Besitzer des Krematoriums steckt mit den Valentinos unter einer Decke. Dann werden die nämlich ihre Leichen los. Eine falsche Bewegung und du landest auch im Feuer. Okay. Leise. Mal kurz den Ping machen. Okay. Ziemlich. Das war gar nicht leise. Nochmal ein Ping, bitte. Oh, shit. Oh, das war knapp. Bye, bye. gibt's hier Kameras? Nochmal ein Ping. Okay, dahinter soll glaube ich bloß er sein. I thought I saw something. You seem confused. Okay. Ich warte.
Das war doof. Da vorne war die Kirche. Nee, lasst wir lieber mal. Sonst sind da alle Leute aufgeschreckt, wie keine Ahnung was. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Leider braucht das Spiel bei mir ziemlich lange zum Laden. Wahrscheinlich wegen den ganzen Mods und so weiter. Listening's are scared, you know. Was? Ist hier jemand? Hier ist niemand. Aber er hat es gesagt. Wahrscheinlich draußen. Hallo. Okay, es gibt hier einen Lift oder eine Treppe. Ich glaube, die Treppe ist die sichere Variante. Da können wir ein paar Moneten oder Moneys beschaffen. A91C 55 BD. Okay, da draußen ist wieder die Kirche. Immer schön die Tür hinter mir schließen. Damit das niemand mitbekommt, was ich hier mache. Sehr schöne Moneten. Lass mal sehen. Okay. Eric Alvarado. Luisa Beldao. Jim Grayer, da haben wir ihn. Dexter Adams. Hier unten sieht es sonst ziemlich leer aus irgendwie. Leider gibt es bloß zwei Kameras. Was ein bisschen schade ist. Aber das schalte ich mal lieber aus. Und noch ein bisschen mehr Money abgreifen. Oder Schemata ist auch gut. Okay, E9BD1C, dann kriegen wir beides. E9BD1C. Ja, kriegen wir nicht. Schade, aber dafür zwei Sachen. Auch gut. Dann würde ich jetzt da über die Treppe runtergehen. Und die zwei leise ausschalten, wenn es bloß die zwei sind. Sieht zumindest so aus. Kameras sind ausgeschaltet. Okay, schau dich zuerst in hier aus. Das wäre der Lift gewesen. Bye bye. Alter, was mache ich hier für ein Chaos? Kann ich denn nachher irgendwie irgendwo verstecken? Ja, kann ich. Rein mit dir.
Assassine finde ich gut. Diese Fertigkeit. Den anderen nehme ich hier auch noch mit. Damit ich einfach die beiden Leichen weg habe. Und ja, auch ein bisschen XP bekommen. Kurz speichern. Die kann ich nicht scannen, schade. Ach, die Höhen oben. Ja, steht nicht, wieso sie tot sind. Schade. Aber da hätten wir unseren Kandidaten. Infiltrierter Splitter. Der Splitter, auf dem Grayer einen gefährlichen Demon geschmuggelt hat. Schöne Urnen. Und eine Kiste, die ich nicht looten kann. Doch. Danke. Ich würde sagen, das haben wir ziemlich gut geregelt. Ohne, dass es überhaupt jemand mitbekommen hat. Also ja, gut. Beim zweiten Mal. Also... ja... ihr wisst schon, was ich meine. Kaboom! Ich hab mich mega erschrocken wegen diesem Kaboom. Ich hab nichts gemacht, alles gut. Ganz normaler Tag heute. Oh. Hey. Und wir legen den Splitter am Übergabeort. Netrunner. Das war ein ziemlich einfacher Auftrag eigentlich. Abgesehen davon, dass ich da in die Kirche gestürmt bin. Irgendwo weggeschossen. Gut, wenn wir schon hier sind. Why not? Alles gut, okay. You're an angel sent from heaven, B. The demon possessed shards on its way to the client, just like your money's on its way to you. Closing the contract. Oh no! Oh no! Oh no! Hä? Was wollte er gerade von mir? Was passiert hier? Valentino buddies. Hä?
Von was habt ihr Angst? Hä? Okay, ich will mich da raushalten. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Die haben nicht Angst vor mir, oder? Ich habe nichts getan. Es sind einfach tote Leute auf der Straße. Ich wollte mich hier drüben noch ein bisschen umschauen. Sieht noch interessant aus hier. Aber wahrscheinlich geht's nichts. Nee, sieht nicht so aus. Als ob es hier irgendwas geben würde. Überfall im Gange. Triff dich mit Takemura. Eigentlich wollte ich ja zur Nebenmission. Und das machen wir doch jetzt auch gleich. Aber erst in der nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.